Das innerste Problem unserer Pädagogik besteht darin, jedem Kind das zu geben, was seine Gegenwart jeweils verlangt. Die erste Idee, die das Kind erwerben muss, ist die des Unterschieds zwischen Gut und Böse. Bildung am Lebensanfang könnte die derzeitige und zukünftige Gesellschaft wirklich verändern. Wenn wir festlegen, dass die physische Welt auf der einen und die geistige Welt auf der anderen Seite liegt, dann durchbrechen wir einen Kreislauf und das Handeln des Menschen bleibt geistlos. Wenn Intelligenz der Triumph des Lebens ist, dann ist das gesprochene Wort das wunderbare Mittel, durch das sich diese Intelligenz manifestiert. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Unsere Fürsorge für das Kind sollte nicht von dem Wunsch geleitet werden, es Dinge lernen zu lassen, sondern von dem Bestreben, immer das Licht in ihm brennen zu lassen, das Intelligenz genannt wird. Im Kind liegt das Schicksal der Zukunft. Jede große Sache entsteht aus wiederholten Fehlschlägen und unvollkommenen Leistungen. Der größte Erfolg eines Lehrers ist es, sagen zu können, dass seine Schüler arbeiten, als wäre er nicht da. Eine unnötige Hilfe ist nur eine Hürde für die Entwicklung. Das Leben anzuregen und es sich dann frei entwickeln zu lassen. Hierin liegt die erste Aufgabe des Erziehers. Helfen Sie niemals einem Kind bei einer Aufgabe, bei der es glaubt, Erfolg haben zu können. Beim Menschen hängt das Leben des Körpers vom Leben des Geistes ab. Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit. Der Lehrer muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken, ist der gleiche wie der, auf dem die Starken sich vervollkommnen. Entwicklung ist wie ein Flug in Richtung wachsender Unabhängigkeit. Sie fliegt wie ein Pfeil geradeaus, schnell und zuverlässig. Freude, den eigenen Wert spüren, von anderen geschätzt und geliebt werden, sich nützlich und leistungsfähig fühlen, sind Faktoren von enormem Wert für die menschliche Seele. Ohne das Kind, das ihm hilft, sich ständig zu erneuern, würde der Mensch degenerieren. Kinder sind Menschen, denen Respekt gebührt, die uns aufgrund ihrer Unschuld und der größeren Möglichkeiten ihrer Zukunft überlegen sind. Von allen Dingen ist die Liebe am stärksten. Kein soziales Problem ist so universell wie die Unterdrückung des Kindes. Alle unsere Irrtümer übertragen wir auf unsere Kinder, in denen sie untilgbare Spuren hinterlassen. Wir haben entdeckt, dass Bildung nicht das ist, was der Lehrer tut, sondern dass es ein natürlicher Prozess ist, der sich spontan im Menschen entwickelt. Bildung am Lebensanfang könnte die derzeitige und zukünftige Gesellschaft wirklich verändern. Wir bewegen uns nicht, um besser zu atmen oder uns zu ernähren, sondern um der spirituellen und universellen Welt zu dienen und damit dem Leben zu helfen. Der Sinn des Lebens besteht darin,
dem verborgenen Befehl zu gehorchen, der für Harmonie unter allen sorgt und eine immer bessere Welt schafft. Wir sind nicht nur geschaffen, um die Welt zu genießen. Wir sind geschaffen, um den Kosmos zu entwickeln. Hilfe und Erlösung kommen durch die Kinder. Denn Kinder erschaffen die Welt. Die beste Anweisung ist eine, die mit möglichst wenigen Worten auskommt. Die Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind so lange hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören. Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. Ich halte es für möglich, eine neue Gesellschaft vorauszusehen, in der der Mensch fähiger sein wird, weil man Vertrauen in ihn setzte, als er ein Kind war. Das Kind hat einen Verstand, der in der Lage ist, Wissen aufzunehmen. Er hat die Macht, sich selbst zu lehren. Jeder Mensch hat einen mathematischen Geist. Hilf mir, es selbst zu tun. Das Kind ist wahrhaftig ein wundersames Wesen, und das sollte der Erzieher tief empfinden. Freiheit ohne Organisation der Arbeit wäre nutzlos. Führe euer Kind immer nur eine Stufe nach oben. Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen und sich zu freuen. Lasst es spüren, dass auch ihr euch freut, und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen. Keiner kann dem Kind seine Arbeit abnehmen, die darin besteht, den Menschen aufzubauen, den es aufbauen muss. Keiner kann für das Kind wachsen.